Hallo Freunde! Hallo Freunde! Ey, das kann doch nicht sein. Ich wollte einmal ganz kurz... Okay, ab jetzt, ganz ruhig. Heute beantworten wir wieder eure Fragen, die ihr auf Instagram gestellt habt. 100% ehrlich. Um eure Fragen dran zu nehmen, müsst ihr mir erstmal auf Instagram folgen. Wir sind fast 100.000. Folgt Mo mit 3 O auf Instagram. Fehlen noch 5.000. Leute! Einmal noch. Hallo, mit dabei ist Gewürzgurke, Ade. Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach an, wir reden nicht um den heißen Brei. Oh Gott, einmal Spruch. Okay, die erste Frage, die kommt hier vom Schwanz. Bevor ihr jemanden anruft, probt ihr das Telefonat? Nee, ich hasse es einfach, Leute anzurufen. Ich hasse auch telefonieren, aber, also wenn es was Wichtiges ist, probe ich immer davor. Echt jetzt? Ich sag so, hallo, Herr Blas. Junge, das ist richtig schizophren, du redest ja dann mit dir selber. Ja. Und ich laufe, während ich telefoniere, die ganze Zeit rum. Das mache ich aber auch. Ich kann nicht im Sitzen telefonieren, das geht nicht. Manchmal gehe ich auch auf so einen Aufwand im Fitnessstudio. Ich mache das auch. Ich habe es zuerst gesagt. Also nee, ich telefoniere am liebsten immer im Auto tatsächlich. Wenn ich, mit dem Handy am... Nee, ich habe halt Dings, Freisprechanlage im Auto. Und warum wurdest du letztens von der Polizei angehalten? Weil du dein Handy in der Hand hattest? Ja, das war mein Herzschrittmacher, das haben sie verwechselt. Ach so. Den habe ich rausgeholt. Der ist schön, du. Der ist echt wunderschön. Was macht für euch den perfekten Tag aus? Also ich stehe, okay, pass auf, ich stehe morgens um 7 Uhr auf. Kein Scheiß. Ich habe heute wieder richtig lang gepennt. Wegen Jetlag. Ich bin jetzt um 3 Uhr eingepennt. Ich stehe um 7 Uhr auf, gehe zum Sport. Ne, ich stehe um 7 Uhr auf, frühstücke, gehe zum Sport, komme ins Büro, dusche mich. Das muss ich unbedingt mal an mir angewöhnen, mich im Büro zu duschen, nicht zu Hause. Wir sparen gerne Dusche, ne? Ja, richtig, da spare ich viel mehr Zeit. Aber wir haben keine Heizung, es ist kalt im Bad. Und dann würde ich, glaube ich, einfach, also perfekten Tag, dann würde ich eigentlich auch gar nicht, arbeiten, glaube ich. Ich würde abends auf jeden Fall streamen, weil streamen so viel Spaß macht, aber ich würde keine Videos machen. Ja. Weil das mache ich jeden Tag. Ich würde auf jeden Fall klettern gehen, glaube ich. Ich würde Kart fahren gehen. Oh ja. Ich würde an den Strand vielleicht fahren. Paintball oder so. Spielen gehen. Ich würde eine richtig geile Sexorgie haben. Und das wäre mein perfekter Tag. Also mein perfekter Tag wäre, wenn ich dich einfach mal einen Tag nicht sehe. Oh! Mein perfekter Tag ist immer dann, wenn deine Mutter... Ich tue dir weh. 1, 2, 3. Du musst auch runter gehen. Nein, ich will nicht. Einmal. Nein, ich bin zu müde. Oh, ich habe eine Woche lang nicht gehauen worden. Ich zieh dir gleich richtig einen auf die Fresse. Ich hau dir aufs. Wenn ihr gerade wüsstet, was er gesagt hat. Was schätzt ihr am meisten an eurer Freundschaft? Welche Freundschaft? Ich schätze am meisten auf der Freundschaft, dass ich mich einfach auf deine Schultern setzen kann. Ja. Und das machen wir ganz oft. Ja. Und dann spielen wir Roboter. Ist das? Ich schätze am meisten an unserer Freundin, dass Mo seine Zuschauer verarscht und eigentlich eine Frau ist. Nein, keine Ahnung. Ich schätze am meisten, dass es klappt, dass wir halt so gestört miteinander sein können, wie wir halt sind. Das ist, glaube ich, ganz. Und dass wir manchmal uns auch Himmel aneinander. Hör auf, das sagt man nicht. Hier ist ein Kommentar von Lara. Wann hast du das letzte Mal von einer anderen Person geweint? Mann für dich allein. Ich habe gestern geheult. Okay, echt? Ja, weil ich ja die erste Nacht in meiner eigenen Wohnung. Da warst du allein und hast geheult? Nein, und ich lag so im Bett und dann war voll emotional, weil ich mich einfach gefreut habe. Hast du echt geweint? Ich habe so drüber nachgedacht. Ach, wie schön. Kennst du das, wenn ein Penis weint, so ein Lusttropfen rauskommt? Na, ich habe halt damit die Wand gestrichen. Achso, okay. Aber, also geweint, aber mir kam so eine Träne, sagen wir so. Also, es war wirklich emotional für mich. Wann hast du das letzte Mal von einer anderen Person geweint? Boah, keine Ahnung. Also ich habe das letzte Mal alleine geweint, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Da muss ich so 9 gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber letztes Mal geweint habe ich vor anderen Leuten auf der Beerdigung meiner Oma. Ja, dann ist das bei mir wahrscheinlich auch der Fall. Bei der Beerdigung von meiner Oma. Bei Mo stand nämlich, das war nämlich seltsam, da war diese Beerdigung halt und Mo stand ganz hinten am Friedhof und hat mich ganz so angeguckt und hat angefangen zu weinen. Ich glaube, bei mir war es auch dann die Beerdigung von meiner Oma. Ich glaube, könnte mich nicht daran erinnern. Gut, machen wir die nächste Frage. Ja. Danke für die Frage, Lara. Oder Lea, ich weiß nicht, wie sie hieß. Thomas. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? Also unsere zusammen. Ja. Boah. Ich glaube, als du mich im Skiurlaub einfach ohne Grund geschlagen hast,
und ich eine Stunde lang mich zusammenreißen musste, dass ich dich nicht im Restaurant einfach mit diesem Messer. Das war so eine Nackenfotze, war das so, Alter, ne? Ja, aber ohne Grund! Ihr müsst euch vorstellen, wir gehen ins Restaurant, wir setzen uns hin, ich so voll Bock auf Essen, der knallt mir voll der Kanne einfach auf den Nacken und ich. Das war so witzig. Ich habe eine Stunde nicht geredet. War für mich, ich habe schon überlegt, ob ich einfach da den ganzen Schnee vor Frust esse und dass da dieses ganze Land keinen Schnee mehr hat. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil ich hätte dann. Boah, meine schrecklichste Erinnerung. Ich überlege gerade wirklich, also ich hatte halt mal einen Unfall so, da habe ich auch gestern Stream drüber geredet. Da ist aber nichts passiert so, da habe ich halt einfach nur einen Schockmoment gehabt. Gestern war krass, ich bin gestern um die Kurve gefahren und ich habe fast um einen Millimeter jemanden platt gefahren, weil er über eine rote Ampel gegangen ist. Und ich habe halt gehupt und das war ein Mann, der war so 50 oder sowas, der war glaube ich besoffen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall meine schrecklichste Erinnerung. Also ich war mein Papa. Ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung, ey, vielleicht Tod von irgendeinem Familienmitglied. Oder bei uns im Dorf ist mal jemand vom Zug überfahren worden tatsächlich und eine Freundin von mir hat mir sehr detailliert beschrieben, wie das aussah und hat danach halt die ganze Zeit diese Person bei sich im Schlafzimmer gesehen und so, und das ist so eine Erinnerung, die ich irgendwie nicht wegbekomme. Das ist schon ziemlich krass gewesen. Ich war halt froh, dass ich selber nicht, weil das Ding ist, eigentlich wäre ich an dem Tag dabei gewesen. Und noch eine Sache, pass auf, ich muss ganz kurz was sagen. Ich habe dem Alkohol eine Sache zu verdanken. Ja. Ich war mal richtig krank saufen abends. Am nächsten Tag wollten wir auf die Love Parade fahren. Duisburg. In Duisburg. So, und wir wären unser, ein Freund von mir. Duisburg? In Duisburg, ja. Ein Freund von mir ist mit dem Zug schon vorgefahren und der stand mittendrin, wo das quasi passiert ist. Und der ist aber noch rausgekommen. Aber dadurch, dass ich verpennt habe, meinen Freund, und versoffen habe, habe ich den Zug verpasst und wir sind dann doch nicht gefahren letztendlich. Und wir wären auf jeden Fall mit ihm da irgendwo drin gewesen und ich weiß nicht, ob wir dann einen unserer Freunde vielleicht verloren hätten. Das war auf jeden Fall, das ist auch so eine Sache, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, ist auch krass. Ja, danke. So. Zeigt euer schlimmstes Video. Deswegen gerade mein Handy. Also wir haben ja eine, warte mal, wir haben ja eine Gruppe zu dritt mit Jody, lass da mal kurz, ich glaube, ich weiß schon welches. Also was heißt schlimm? Nehmen wir mal, ja, wie heißt unsere Gruppe nochmal? Die hat keinen Namen. Das ist richtig scheiße, Alter, ich such die immer. Ja, ich auch, die hat einfach nur so ein scheiß Emoji. Group Media. Also es gibt ein Video, wo ich bei Shirin David auf der Party richtig betrunken bin und du filmst mich einfach und ich sing die ganze Zeit mit. Aber das können wir nicht zeigen, weil dann wird's... Nee, ich glaube, das hier ist es. Nee, das Akasia-Video ist das, Akasia. Akasia! Ah! Nein, das hier! Akasia! Ja! Okay, boah, das ist wir so haben das schlimm, schlimmste Video das ist gefunden. So schlimm, Alter. Also, wir haben eine Gruselkatze zu Hause und ich blende das jetzt einfach mal jetzt ein. Akasia! Das ist wirklich schlimm. Also, das ist das schlimmste Video aus der Gruppe auf jeden Fall. Ja. Sonst gibt's nur Videos, die könnt ihr niemals sehen, weil danach ist dein Leben zu schlimm. Wofür bist du dein Leben am dankbarsten? Also, ich bin am dankbarsten, dass ich nicht mit dir verwandt bin. Ich bin am dankbarsten dafür, dass deine Mutter dich rausgepresst hat. Aus ihrer Fetzle. Oh! Jetzt bin ich am undankbarsten dafür, dass sie dich nicht danach noch abgetrieben hat. Am dankbarsten bin ich, glaube ich, einfach fürs Leben an sich, oder? Ja. Ich glaube, man jetzt voll doof. Das klingt so richtig, richtig seltsam, aber man sollte Leben an sich, dass man lebt und existiert, einfach mal appreciaten. Und man sollte das nicht so für selbstverständlich nehmen, weil. Die werden ja auch eine Pflanze werden können. Eben, die Wahrscheinlichkeit, ich habe gestern noch so eine kranke Doku dazu geschaut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen aus dieser Materie so zusammengesetzt worden sind, dass wir so existieren, die Wahrscheinlichkeit, dass Mo und ich jetzt hier überhaupt in diesem Raum sitzen, dieses Video gedreht haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Mo das auf YouTube hochlädt, die wir so generell rein mathematisch runtergebrochen, ist es so dermaßen unwahrscheinlich, dass wir überhaupt existieren. Stimmt. Da sollte man eigentlich schon dankbar für sein, weil das Besonderes ist. Deshalb. Eid? Hast du schon mal zwei Leute gleichzeitig gedatet? Auf keinen Fall. Nee? Nee. Doch, das stimmt nicht. Einmal hast du mit Akasia und mir gleichzeitig ein Date gehabt. Nee, hab ich nicht. Kann ich auch, könnte ich auch gar nicht. Wie unangenehm wäre das denn? Ja, stell dir vor, die sitzen beide vor dir gegenüber und dann fasst du mal beide so an. Oh Schatz, ich lieb dich. Oh Schatz, ich lieb dich. Willst du noch was trinken? Bezahl für dich allein. Und dann tust du so, als würden die beiden sich aber nicht sehen. Das wäre richtig witzig. Dann sitzen die gegenüber von dir, die sitzen so beide vor dir und du fasst, ach Sarah, ich lieb dich. Ach, Jolenta. Jolenta, Judith. Ja, letzte Frage. Gut, ich will eine letzte Frage stellen. Okay. Von Leon, wann hattest du das letzte Mal Sex? Das werde ich nicht beantworten. Doch, sag. 1994. Ich gestern Abend. Glückwunsch. Danke, war auch gut. Mit wem? Mit Jody. Und noch mit wem? Mit meiner Hand, die heißt Jody. Und noch mit wem? Mit Jody. Okay, danke. Hey, wenn es euch den gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da.
schreibt irgendwas in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram, ist noch wichtiger und uiuiui. Warte mal. Nee, mach auch mal dein Ohr beißen. Nein. Okay. Tschüss. Komisch. Jetzt kommt bald wieder ein Handyvlog, Leute.